Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman. Wir haben übrigens auch ein Elusive Target, ne? Ein schwer zu fassendes Ziel, ein neues. Keine alten, die recycelt wurden, sondern eins auf Dartmoor. Aber das ist erst in 4 Tagen verfügbar. Und wahrscheinlich werde ich es wieder aus Versehen nicht machen. Ups. Aber ist mir gerade aufgefallen. Ich habe das DLC für die 7 Todsünden gekauft. Und nein, das ist nicht eine Referenz an den Anime. Das ist kein Meliodas und Bahn, die sich die ganze Zeit bekämpfen. Die 7 Todsünden sind allgemein so etwas, was in der Bibel und sowas vorkam. Darauf basiert auch der Anime übrigens. Also die 7 Deadly Sins. Die 7 Todsünden. Ne? Naja. Wir spielen heute Akt 1 Gier. Wenn es nicht die ganze Zeit weggehen würde, ich klicke ja schon drauf. Hier. Die Gier-Aufzählung. Und ansonsten haben wir auch noch natürlich ganz viele andere Eskalationen. Aber ich würde gerne heute die Gier-Aufzählung angucken, weil auf Dubai waren wir ja noch nicht, länger nicht mehr. Und die anderen erscheinen, glaube ich, noch, die anderen 6 Todsünden. Aber die erste mit Gier klingt ja schon mal super cool und da ist alles voll mit Gold. Und es gibt einen goldenen Anzug, also warum nicht, klicken wir doch mal drauf. Ist bestimmt wieder auch wie mit dem Hasen beim letzten Mal. So eine weiterentwickelnde Mission. Übrigens, im letzten Level war an der Wand so eine durchgestrichene Gans. Da waren sehr viele Kommentare so, hey, da war eine Untitled Goose Game Anspielung, warum hast du den nicht angesprochen? Leute, das Level habe ich schon mal gespielt und ich habe diese Referenz schon angesprochen dort. Deswegen habe ich sie nicht angesprochen. Die Ostermission war in einem Level, was ich schon mal gespielt habe. Ne? Okay. Wollte ich nur nochmal geklärt haben, weil da einige irritiert waren, dass ich nichts dazu gesagt habe. Aber ich muss ja nicht jedes Mal, wenn ich sehe, was dazu sagen, oder? Aber gut, schauen wir mal, was hier abgeht. Starten Sie mit begrenzter Ausrüstung. Die Gear-Münzen, die Sie beim Verlassen eines Levels behalten, werden ins nächste übertragen. Okay, was auch immer. Zusätzliche Ziele werden aufgedeckt, sobald die vorherigen abgeschlossen wurden. Na dann, starten wir die erste von 3 Eskalationen. Ich habe die Grafik nochmal angepasst und alles. Jetzt sollten keine Lags mehr in der Aufnahme sein. 47? Wake up! It's time to go to work. I have a special mission for you. Don't you long for the old days? Before things got personal. When it was all just about seeing those numbers grow in your bank account. Your friends corrupted you. It's time to rediscover your true purpose and take those coins that rightfully belong to you. Don't sell yourself cheap. Feed the frog to reap the rewards. It's time, 47. Time to collect. Bitte was? Wie sick ist das Intro denn? Und ich habe so ein bisschen Gold am Rahmen. Seht ihr das so unten rechts in der Ecke? So ein Interface, so ein bisschen Gold, was sich mitbewegt. Und hier ist auch so ein voll fetter Filter drauf. Und hier ist auch überall so ein goldener Frosch und es regnet Geld. Oh, wie cool. Und ich habe so einen goldenen Stab. Ist ja auch cool. Eliminieren Sie Theresa Salas mit einem Genickbruch. Ich habe nicht meine Hitman Vision. Tatsächlich. Aber ein Inventar habe ich. Des Teufels Gehstock. Ein Kommentar meinte, ich sollte auch manchmal F1 nutzen, um einfach so Sachen von mir zu inspizieren. Und das ist ein guter Kommentar gewesen, das stimmt. Er hat nämlich recht. Achso, übrigens ein anderer Kommentar. Machen wir auch mal kurz. Meinte, hey, wo hast du die Pistolen her? Die sind in den Optionen unter Spielmechanik. Dann geht man auf HUD. Und dort ist dann lautloser Killer HUD. Hier, ganz, muss man ein bisschen runterscrollen. Da ist lautloser Killer HUD. Das will man anmachen. Dann hat man unten links die grünen Pistolen, ob man entdeckt wurde oder nicht. Der redet auch irgendwie so gedämpft, der Typ. Okay, hier soll ich irgendjemanden mit einem Genickbruch umbringen. Ach, die ist unten, ne? Warte, was? Da ist doch so ein goldener Dolch. Dich. To finish them for good. Oh, Münzen, lecker. Ja. Don't forget the coins. Finden Sie einen Ausgang? Nee, ich kann noch jemanden töten. Kann ich die dem Frosch geben, die Münzen? 5 Münzen füttern. Coins. Coins.
Warum ist Hitman so ein abgefuckter Drogentrip? Also gestern diese Scheiße mit diesem Hasen war ja auch schon irgendwo grenzwertig. Aber was zur Hölle passiert hier heute? Auf geht's zum nächsten Ziel. Ich verstehe gar nichts mehr. Junge. Das ist so weird. Ah. Guck mal, goldene Kamele. Vielleicht stand die auch schon immer da. Gut möglich. Okay, nee, der brauchen wir nicht zuhören. Ich muss den Typen auf der Toilette mit einem Genickbruch holen. Ja. Darf ich meinen Anzug ändern? Was war denn. Warte. Ja, ich darf. Okay, ich darf also einfach weitermachen. Wie alle auch mit Genickbrechen hier besiegen muss. Okay, ich darf mich also verkleiden. Ich darf. Ach, der Anzug ist schon sehr schick. Der ist schon super cool, der Anzug. Wirkt wie ein sehr gieriger Mensch. Die alle so einen Dämpfer auf ihrer Stimme haben. So. Wie so eine Zeitlupe reden die irgendwie alle. Zeit ist Geld. Greetings, Sir. Okay. Ja, ich möchte ja dann eigentlich so ein bisschen Stuff sammeln. Oh, ich war hier aber so lange auf dem Level nicht mehr. Die Tür hier ist noch offen. Das ist schon mal nice, weil da kann ich mir ein paar Sachen holen, die ich brauche. Sorry. Danke für den Hausmeisterschlüssel. Die Kamera kann ich ja hier unten lang vorbeigehen. Und dann komme ich wo raus? Ah ja, hier in so einem Badezimmer. Kann ich die Treppe auch hochgehen? Guck die Kamera da dran vorbei. Okay, ich muss die Kameras ausschalten. Ist cool, dass sie das übrigens geupdatet haben so ein bisschen. Das unten links, das zeigt mir jetzt einfach so ein gelbes Symbol mit Kamera an. Das war ja früher entweder rot oder gelb. Jetzt weiß ich, dass ich es noch grün machen kann, indem ich die Kameras ausschalte. Haben sie alles so ein bisschen geupdatet. Sehr, sehr nice. Ich weiß, glaube ich, wie ich zu dem zweiten Ziel komme. Der ist ja da unten. Und hier gibt es irgendwo eine Tür, wo man durchgehen kann. Und dann ist man eigentlich in dem hinteren Bereich, wo man keine Verkleidung braucht. Wir können so ein bisschen durchsneaken. Aber ohne Speichern ist es mir, glaube ich, echt zu gefährlich. Eigentlich. Da, hier kann man halt reingehen, solange keiner guckt. Oh Gott, da ist der Angestellte. Puh. Geht die da auch nochmal weg? Ah, okay. So. Jetzt sind wir hier backstage. Dann können wir die Tür öffnen und dann sind wir generell backstage. Ja. Brauche ich nur eine einzelne Person. Oh. Okay, dann liebe ich. Ja, toll. Super. Ich habe auf die Minimap geguckt und niemanden gesehen und dann... Als ob jetzt hier dieser Typ kommt, den man töten muss, original im anderen. Ich bin so gearscht. Als ob der es nicht mitbekommt. Kann ich mich verkleiden? Ja, kann ich. Beseitigen. Okay. Alles wieder gut. Wir haben sogar eine Pistole. Machen wir halt nicht stealthy. Passiert. Ja, wenn ich nicht speichern kann, dann brauche ich einen besseren Plan auf jeden Fall, als einfach random irgendwo hinlaufen. So, wo ist mein Ziel? Treppe runter. Okay. Als Wachmann fühle ich mich auch schon wesentlich sicherer. Ah, der ist aber auch hier echt an einer guten Stelle. Do it! Do it now! Ja! Was wäre hier für eine Verkleidung? Ah, hier wäre auch ein Wachmann-Kostüm gewesen. Also hätte ich nur hier hinkommen müssen. Ah, ich kann meine Münzen jetzt abgeben gehen. Oh, ich kann mich hier überall frei bewegen. Das ist halt schön.
Müsste ich unbedingt so eine Security-Karte noch holen. Lars Blocker mit einem tödlichen Wurf eliminieren. Und die Frau, der geht es nicht so gut gerade. Okay, gucken wir mal, wo Lars Blocker ist. Ja, mit einem tödlichen Wurf sollte recht einfach sein, weil ich nur ein Messer brauche. Und ich glaube, hier unten war eine Küche. Kitchen, genau. Hier werde ich ja ein Messer finden. Da. Da habe ich meinen tödlichen Wurf. Muss ich mich hier als Wachmann hier filzen lassen? Eigentlich nicht, ne? Greetings, sir. Ja, genau. Alles safe hier. So, gab es hier in dem Sicherheitsbüro irgendwas? Ein Brieföffner. Oh, nö. Ich glaube, hier gab es irgendwo die Karte, die ich will. Shifty. Ja, genau. Oh, eine Banane. Brauche ich auch. Nehmen wir mit. So, mein Ziel befindet sich in die Richtung. Wie ganz da außen. War ich da überhaupt jemals? Es wird nicht ganz so einfach, weil der unter einer Kamera steht. Okay, da hätte ich vielleicht nicht hergucken sollen. Aber er kam her. Ja, meine Münzen. Finden Sie einen Ausgang? Wir sind fertig. Na dann, frische Verkleidung. Wo ist mein Gürstock? Da. Beginne Kampf. Oh oh. Ich werde gejagt. Ich muss meine Coins noch abgeben im Ausgang. Wie komme ich hier runter? Oh, da kommen Wachen. Warum höre ich ein dunkles Lachen? Mein Helikopterschlüssel. Okay, es ist nur noch wieder Suche. Ich klettere nur immer weiter hoch. Ich muss nach unten. Okay, wir sind hier oben. Hier durch die Tür. Dann will ich da um die Ecke schleichen. Und da runtergehen, genau. So, das ist nochmal eine bessere Verkleidung. So, damit sollten wir safe sein. So, wir haben zwar unseren Gehstock leider nicht mehr, aber wir können den Frosch jetzt in Ruhe futtern. Fast in die Kamera gerannt. Oh, ich könnte hier meinen Anzug wiederholen. Oh Gott, warte. Ich habe eine Schusswaffe auf dem Rücken. Nicht cool. So, besser. So, da sind wir beim Ausgang. Theoretisch nehmen wir die Münzen ja mit zum nächsten Durchlauf. Also soll ich dem noch keine Münzen geben? Ja, dann geben wir ihm keine Münzen. Weil hier stand ja, die Gemünzen sind verlassen, das Level werden das nächste übertragen. Okay. Nehmen wir unsere Münzen mit und füttern ihn beim nächsten Level. Ja, Geld. Okay. Gier Lehrling, Gier Aufzählung. Erdgeschoss bitte. 4000 EP. Okay. Okay, okay, okay. Ja, drei Ziele eliminiert und sind damit schon mal ein bisschen mehr weiter. Null Sterne, sehr schön. Wir haben die gierige kleine Münze freigeschaltet. Sehr schön. Den habgierigen Anzug. Des Teufels Gehstock. Okay, wir haben alle diese drei Sachen bekommen. Und jetzt dasselbe, aber wir dürfen die Kleidung nicht wechseln. Ja, ja, das ist schon besser. Das gefällt mir auch mehr. So verkleiden zu dürfen, ich will doch diesen coolen Anzug behalten. Doesn't the clinking of the coins sound good? There is more to be found. Mehr Coins. So. Ja, stimmt, ich habe 10 Stück. Hier. Ist meine 10 Münzen.
Eine Eisaxt? Danke, Froschi. Das ist also meine Bezahlung für 10 Münzen. Ich muss ja was mit dem tödlichen Wurf besiegen, also ist ein guter Anfang. So, die... Ist es die Putzkraft hier die Treppe rein? Die ist ja geschenkt. Ja, ist die Putzkraft hier. Lol. Gut, dass ich die Tür schon offen habe. See that person? They have your coins. Take them. Okay. Excellent. Don't forget the coins. Meine Coins. That's what I'm talking about. Beautiful gold coins. Keep going, 47. Mitgemacht. Ist eigentlich mein Wurfding auch aus Gold? Nee, ne? Meine Eisaxt? Nee, sie ist ein bisschen rot. Durch Ertränken muss ich jetzt jemanden eliminieren. Okay. Die Frau, die die Führung macht, durch Ertränken. Ja, ich weiß auch, warum das Level mich dann hierhin geschickt hat. Das ergibt alles Sinn. Weil mit dem Schlüssel komme ich hier rein und hier kann ich Rattengift holen. Und die hat einen Tee, den sie immer trinkt. Ich muss den Tee von ihr vergiften. Und ich weiß auch, glaube ich, wie ich zu ihr komme. Nämlich hier den Fahrstuhl hoch. Ne? Ja, genau. So. Hier ist so ein kleiner Extraraum. Hier kann man auch übrigens die Videobeweise zerstören und sich eine Schlüsselkarte fürs Penthouse holen. Machen wir die mal kaputt. Sind ja hier in einem eingesperrten Raum. So, Kameras sind schon mal kein Problem mehr. Wenn ich richtig weiß noch, dann ist da hier so ein Raum. Ja, genau. Da ist auch die gute Karte. Deswegen ist auch hier keiner in dem Raum. Damit ich das Wasser von der vergiften kann. Rattengift. So. Ich habe nur keine Ahnung, wo eine Toilette ist. Und es wird sehr stressig, deswegen. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Sobald sie die Treppe hochkommt. Da kommt sie jetzt und dann trinkt sie ihr Wasser und dann muss sie auf eine Toilette. Ich hoffe unten. Ich sollte gar nicht hier sein. Fällt mir gerade auf. Ich sollte echt einfach nach unten gehen. Oh shit. Eine Brechstange macht ein bisschen Lärm, da muss man sich beeilen. Hängen. Erklimmen. So. Wo ist rote Person? Da. Trinkt gerade Wasser. Ich glaube nämlich, die geht hier unten zu den Toiletten. Schauen wir mal, wo sie hinrennt. Wenn sie nicht nach unten rennt, habe ich ein Problem. Ja. Ich glaube, sie kommt hier nach unten. Hey, you okay? You need help? Jawohl, sie kommt hier nach unten. Gut. Gut, dass wir rausgeklettert sind, weil sonst hätte ich jetzt gesehen, dass er da. Obwohl sie echt langsam die Treppen hier runtersteigt. Jeez. Oh, really? Dem Wachmann gefällt's nicht. Aber wir kriegen gleich unsere Münzen. Und Halshilfe. Ertrinken. Auf in die japanische Toilette. Jawohl. Mehr Giermünzen für uns. Hatten die nicht hier auch so Schränke? Hm, dann nicht. Dann kann ich dich nicht wegräumen. Kann die Toilette manipulieren oder Wasser anmachen. Ja, nö. So. Zwei Leute mit einer Axt ausschalten. Oder Ausgang finden. Ach, vielleicht kriege ich eine... War das eine Eisaxt oder ein Eispickel? Was ich da hatte. Wir können jetzt hier Münzen mal reinwerfen. Vielleicht kriegen wir dann eine Axt. Ach, der will nichts mehr, der Froschi. Na dann. Na dann ist ja geschenkt. Eisaxt. Na dann. Ich wollte es eigentlich wegstecken. Zählt eine Eisaxt als Axt? Sonst haben wir nämlich auch hier eine richtige Axt. Da steht Axt im Namen.
Nicht, dass es jetzt ein Übersetzungsfehler ist. Das Problem halt mit der hier ist, weswegen ich die nicht nehme, die kann man nicht wegstecken. Kann man nicht verstecken und das ist ein verbotenes Objekt. Damit kann ich mich überhaupt nicht bewegen durchs Level. So, der eine ist da im Backstage-Bereich. Hallo. Ja, theoretisch habe ich die Karte dafür. Aber theoretisch muss ich auch erstmal die Leute ausschalten. Wie locke ich hier jemanden rein und kann ihn aus... Das Problem ist bei Spiegeln, die sehen mich, wenn ich das falsch mache. Habe ich irgendwas nicht Tödliches? Ja, das ja. Das ist, glaube ich, hier so schräg. Keine Zeugen. Die Pistolen sind rot. Muss ich mitleben. Waschbecken nochmal überfluten. Ach, schade. Der hört es nicht. Na, solange hier keiner reinkommt. So, jetzt können wir mit unserer Schlüsselkarte hier reingehen. Den mussten wir auch schon mal ausschalten, ne? Ich erinnere mich. Aber heute bist du nicht mein Ziel. Deswegen darfst du einfach schlafen gehen. So, unseren Anzug dürfen wir ja nicht wechseln. Und da ist mein Axtziel. So. Sorry, Bro. Ja, mehr Münzen. Oh, wie der Blut rausspritzt, Hilfe. Ich brauche die Coins. Und hier haben wir eine Kiste zum Verstecken. Ja, die Coins. Ich versuche trotzdem weiter so gut es geht zu schleichen, ne? Auch wenn ich jetzt erwischt wurde und alles. Ist ein bisschen schwer bei der Mission tatsächlich. Aber ist ja eigentlich cool, wenn es schwer ist. So, der nächste ist ein Stockwerk über mir, ein Wachmann. Reagiert der vielleicht auf eine gierige Münze? Lol, tut er. Ja gut, dann war's das mit ihm. Sorry, Bro. Kein Kampf, der begonnen werden kann. Aber die 20 Münzen sind mein. So, bitteschön. Das sind meine. Die nehme ich gerne wieder mit. Ich habe zu gehen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wie verlasse ich am besten dieses Etablissement? Hier, durch die Toiletten. Hätte sogar fast alles clean geklappt, hätte der eine Typ im Badezimmer mich nicht gesehen. Ich glaube, die anderen, wenn ich jemanden töte, werden die Pistolen auch wieder grün. Man ist ja kein Zeuge mehr. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. So auf den letzten Metern. Aber gut. Gehen wir, weil Coins dürfen wir keine mehr abgeben, aber ich denke im letzten Level dürfen wir nochmal 20 Coins abgeben. Wir nehmen unseren Gehstock. Und gehen home. Das ist nur Gier. Wie sollen denn die anderen Todsünden dann aussehen? Das wird cool. 2000 bekommen? Ah, weil ich die zweite Goldmission weit fertig habe. Nice. Ja, alle eliminiert auf die gezielten Methoden. 4 Sterne. Weil ich nur am Ende so ein bisschen erwischt wurde. Fast 5 Sterne. Und das ist die letzte. Sobald jemand sie bei einer unerlaubten Aktion sieht, gilt die Mission sofort als gescheitert. Ja. Was gibt's hier eigentlich? Gibt's hier irgendwo noch mehr so Challenges für diese Goldanzüge? Verlassen Sie ein Level mit 30 Münzen. Verlassen Sie ein Level mit 60 Münzen. Meistern Sie alle Stufen. Okay, freischalten konnte man nur mit der ersten Mission. Was? Schade. Gib mir doch irgendwas Cooles dafür, dass ich alles mache. Irgendwie einfach ein goldenes Messer oder sowas. Irgendwas. Aber Münzen sammeln gibt scheinbar irgendeinen Bonus. Okay. Naja, spielen wir die dritte Stufe. Yes. Eliminieren Sie.
Usama Tahir. Da. Was kriege ich, wenn ich dir 15 Münzen gebe? Ein Schlossknacker und eine Schalldämpferpistole. Okay, das war halt jetzt Free Mode. Ja, cool. Dafür fürs Schwerste kann man sich die besten Sachen holen. Für 15 Münzen. Und wenn ich das Level jetzt hier noch öfter spielen würde, dreimal oder so, dann hätte ich bestimmt auch diese 60 Münzen. Ah. Also muss man das Level einfach am Ende nur öfter spielen und am besten nicht bei dem Frosch, die sich die Boni holen. Aber diesen elektronischen Schlossknacker brauche ich zum Beispiel gar nicht, weil die beiden Karten haben wir ja beim letzten Mal geholt. Und die waren ja gar nicht so abseits. Okay, wir dürfen uns nicht verkleiden und es darf niemand misstrauisch werden, sonst ist die Mission instant gescheitert. Nicht mal die Person, die wir umbringen wollen. Ist es einer der Wachen von ihm? Come with me. I got your back, sir. Na, warte. So, da laufen die beiden raus, die mir egal sind. Aber mein Ziel ist da gerade umgedreht. Und da ist auch ein Wachmann. Da ist mein Ziel. Er hat den Wachtypen gesehen, der K.O. am Boden liegt. Ah, ich habe hier eine Pistole, ne? Nein! Warum hat er denn den einen gesehen? Ah gut, wir haben ein Ziel. Ja, ich wurde entdeckt, ja. So, ich mach's diesmal anders. Ich collecte erstmal ein bisschen Stuff, dass ich besser Türen und alles öffnen kann, weil es wird ja eben mehr als ein Ziel geben. Also brauche ich eigentlich die Preparation, die ich kriegen kann. Ist für mich immer noch ein Problem, wie ich jetzt hier reinkomme. Weil da sind halt beide Wachen. Ich muss die Wache da in dem Gang ausschalten, die scheinbar auch bei einer anderen Person da hin und her läuft. Ich könnte theoretisch halt auch durch die Kunstgalerie gehen und hier ist der Eingang, da durchgehen und dann hier so. Aber da sind halt auch Leute. Ich kann ja mal gerade gucken, wo die sind, ob wir da einfach reingehen können, ohne dass es jemanden auffällt. Ja, da läuft gerade einer, die da. Auf die müssen wir halt aufpassen, dass die nicht gerade zu uns guckt. So. Ja, jetzt sind wir schon mal im unbefugten Bereich. Darf ich nicht gehen? Warte, was war genau? Sie jemand bei einer Aktion sieht. Genau. Also umbringen darf ich einfach, aber ich darf dabei nicht gesehen werden. Also was wäre, wenn ich jetzt einfach den Typen erschieße? Ja, ich muss die Coins dann auf jeden Fall gleich noch holen. Und zwei Leute mit einer Pistole ausschalten. Okay. Der ist mir ein bisschen zu nah. Ich kletter mal hier hoch. Oh, sehr gut, dass ich mich hier oben verstecke. So, die Suche wurde aufgegeben. An sich ist es zwar nett, aber da ist trotzdem noch dieser eine Typ, der hier ein bisschen arbeitet. Ich glaube, man kann aus Deckung werfen, ohne gesehen zu werden. Genau. So. Wir nehmen mal meine gierigen Münzen mit. War das alles? Oder haben die Leute das alles aufgehoben gerade, die den weggeräumt haben? Ich glaube, die Leute heben nämlich Geld auf, wenn sie es sehen. Was sind meine nächsten Ziele? Da oben jemand? Ja, über mir sind ein paar Ziele, okay. You see them? They have coins. Coins that should belong to you. Ja, ich hol mir meine Coins, keine Sorge.
Coins, Coins. Das sind aber auch echt Kacksituationen, wo ich hier rein muss. Den Raum habe ich schon normal gehasst immer. Wegen den drei Leuten. Und jetzt muss ich hier drei Leute ausschalten. Ja, ich kümmere mich darum. Ich muss die hier alle langsam in Zeitlupe nacheinander ausschalten. Die haben mich schon fehlgeschlagen. Was ist das denn? Okay, also ich bin in den absurdesten Gängen muss ich die Leute ausschalten und die bewegen sich da nicht weg. Das macht alles sehr viel umständlicher, aber ich kann die Coins eigentlich nutzen. Ich muss einfach die Coins mehr nutzen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich die 15 Münzen hier am Anfang füttern will. Weil ich brauche eine Pistole für die Kills und wenn ich eine Schalldämpferpistole habe, ist ja Maximum einfacher. Mit einer normalen Pistole hört ja jeder den Schuss. Wir sind hier, ne? Wie hat der mich... Manchmal ist das Spiel so merkwürdig, weißt du? Der hat mich bestimmt jetzt gesehen, während er gerade den Stock auf dem Kopf hat und sich noch nicht mal nach links guckt. Du hast eine Münze. Hörst jetzt den Staubsauger. Jo, das ist ihm so scheißegal, dass der Staubsauger an ist, okay. Hab ich genau gesehen. Nein, ich komme nicht an diesen Wachen vorbei. Was? Was ist passiert? Ich habe die Sachen aufgehoben und bin weggegangen und hatte meinen Stab noch in der Hand. Ach, man sieht dahinter, was man rausbekommt. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich würde ja gerne meine Coins nehmen. Was soll ich machen? Wenn ich da drauf schieße, dann sieht es ja jeder. Ich glaube, es heißt nur, ich soll ihn eliminieren. Stellt er sich genau unter den Kasten? Ah, okay. Wir haben ja herausgefunden, wie wir den ersten schon mal ausschalten. Das größte Problem ist einfach, das Geld aufzuheben. Da steht er jetzt und ich kann den Kasten losmachen. Fuck. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. Eigentlich gut, dass ich es nicht so irgendwie mache, sondern so eine perfekte Stealth-Route suche. Weil wenn ich das öfter machen will für die 60 Münzen, dann ist es ja nice. Obwohl ich es sehr ungünstig finde, wie man den ersten ausschaltet. Weil man überhaupt nicht das Geld aufheben kann, wenn jetzt was auf den drauf fällt. Jetzt komme ich da nochmal runter, um das Geld aufzuheben. Das wird so mein größtes Problem. So, er läuft jetzt hier unter mich. Losmachen. So, und jetzt meine nächste Aufgabe, den mit einer Pistole zu erschießen. Wo ist diese Frau, die beim letzten Mal da gestört hat? Warum kriege ich kein Zielding? Ah, jetzt. So, schnell die Coins. Ja, ist nice, ist nice. Ja, guck, hier kommen die ganze Zeit jetzt Leute vorbei und heben die Coins auf. Kann ich leider nichts gegen machen, aber was soll's. Sollen sie die Münzen nur haben. Und der da oben ist mein nächstes Ziel. Der ist ja echt alles so ultra nice. Und der ist ja geschenkt mit einer Pistole. Außer, dass der Schwachmann mich da gerade fast gesehen hat, aber pst. Oh, so viele... Oh. Und noch zwei Ziele mit einer Pistole ausschalten, okay. So, wir haben auf jeden Fall unsere Münzen bald wieder zurückgemacht. Irgendwer wurde gefunden. Passiert. Ist mir egal. Wo sind meine nächsten Ziele? Da ganz hinten. So, was sind das da drüben für zwei Leute? Tommy, Marevic und Yoshi. Yoshi! Ja, Pistolenkills kann man ja nicht als Unfall darstellen, oder? Hier muss man halt die Buddies verstecken.
So, und da kann ich ja dann draußen hochklettern bei dem Helikopterplatz. Ja, genau. Nur hoffen, dass die mich gerade nicht sieht, aber die laufen eigentlich ja da relativ am Rand lang. Genau, hier ist ja niemand. Hier kann ich ja ganz gemütlich hochgehen, den Helikopterschlüssel nehmen, der immer noch an der super merkwürdigen Stelle liegt. Und dann hoffen, dass die beiden Wachmänner nicht zu mir gucken. Ja, der Pilot ist einer. Ja, der Pilot ist geschenkt. Alle sind geschenkt. Also, Pilot kann geschenkt sein, wenn die Wachen gerade günstig stehen. Erster Schuss geht aber daneben. So. Der muss ganz schnell jetzt hier hinter die Box. So. Mal die Hand hier ziehen. So. Muss das Geld kurz looten. Wachmann, bitte schau weg. Danke. 24 Münzen haben wir. So, und was ist der nächste? Da. Ach, der! Wo ich den Geheimgang schon offen habe. Die Map belohnt ein Ultra dafür, dass man diese Abkürzungen geöffnet hat. Das gefällt mir. Der ist ja auch abseits und steht alleine. Ist ja auch mega nett. Also, der Anfang war das Schwerste jetzt. Finde einen Ausgang. Ja, cool. Jetzt muss ich nur noch wieder rauslaufen. Durch das ganze Chaos. 32 Münzen. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Die Musik. Könnte man hier einfach runterspringen, wäre nice, aber... Ne. So. Sobald ich an der Leiter bin, bin ich eigentlich safe. Ja. Hui. Jetzt nochmal an den Leuten hier drin vorbei. Ja, die stehen beide an der Box. Dann klettern wir hoch. Oben sind wir sicherer. So, eine Person kann mich noch stoppen. Das ist die, die gerade hier wegläuft. Sobald ich durch diese Tür bin, sind wir im sicheren Bereich. Können das Grundstück verlassen. Und vielleicht backt irgendwas rum und wir kriegen trotzdem noch Alarm und schlagen fehl. Aber ich hoffe nicht. Ich denke, wir haben es erfolgreich geschafft. Leider nicht stealthy. Aber ganz ehrlich, ich habe mir schon so oft gefällt jetzt, dass ich aber irgendwie nur noch durchkommen wollte. Das heißt, so oft 10 Versuche oder so habe ich jetzt gebraucht. Spiel ist oh, Gottes Willen. Spiel, stopp. Mach nicht sowas als crashen. Jetzt hier, wo ich fertig bin. Wenigstens hattet ihr das Standbild mit im Video. Einfach ein Standbild jetzt so bei den letzten Metern. So, ganz gemütlich an allen vorbei. Niemanden zu nah berühren. Einfach nur Angst haben. Und Mission verlassen. Was, nicht derselbe Dialog wie beim zweiten? Egal, wir haben alle drei abgeschlossen. Der Giermeister. Die Gieraufzählung. Ah, wir haben mehr als 30 Münzen gehabt, glaube ich, ne? Ja. Noch 30 mehr sammeln und dann wird man das andere Gier-Achievement bekommen. Aber wir haben alle ausgeschaltet. Wir blieben unentdeckt und kriegen nun trotzdem eine 4-Sterne-Wertung. Weil, keine Ahnung, irgendwas habe ich bestimmt falsch gemacht. Achso, weil Körper entdeckt wurden, klar. Nein, ich will keine Freundesliste, ich will einfach weiter. Genau. Ha, sehr schön. Wir haben noch für die Map, für Dubai, ein Pickup für den Bereich freigeschaltet. Okay. Aber das war das Gear-DLC. Gibt ja doch 60 Münzen sammeln, aber ja, warum sollte ich? Für die 4000 EP. Ja, Mission erfolgreich. Sehr, sehr schön. Wir haben das erste der 7 Deadly Sins durchgespielt, den ersten Akt. Ist auch jetzt schön hier ein Haken dran. Wir werden beim nächsten Mal, keine Ahnung, was wir machen. Ich entscheide dann spontan. War sehr schön, dass wir das abgeschlossen haben. Sobald der zweite Akt erscheint, können wir den natürlich dann auch spielen. Und den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten. Machen wir alles noch? Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet sehr viel Spaß. Diese Mission war... Der Anfang war halt schon sehr crazy, sich erstmal so daran zu gewöhnen, was da überhaupt alles passiert. Aber es war sehr cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Hitman. Bis dann. Euer Zimbelmann, der vielleicht die 60 Münzen noch privat sammelt oder so, aber hey, es ist nur so ein Achievement, was abgehakt wird. Ich muss nur dasselbe öfter machen, ne? Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!